Ich würde mir selber einfach sagen, dass ich immer selbstbewusst sein soll, dass ich nicht zu viel auf das hören soll, was andere Leute sagen. Weil das habe ich sehr, sehr spät gemacht in meinem Leben. Also mir war es immer sehr wichtig, was andere Leute über mich denken. Und sonst würde ich, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Auf meiner Visitenkarte steht Julia Miss Rage Kreuzer, Streamerin, Entertainerin und eben meine Social Media Links. Dass ich alles selbst bestimmen kann. Also, dass ich sagen kann, okay, wenn ich jetzt will, dann arbeite ich eine Woche einmal 60, 70 Stunden. Wenn ich jetzt einmal sage, okay, die Woche fehlt mir einfach komplett die Motivation oder ich habe jetzt nicht genug Energie oder wie auch immer, dass ich jetzt sagen kann, okay, die Woche nehme ich mir mal 3 Tage frei, fahre irgendwo hin, gehe wandern, verbringe Zeit mit meiner Familie und tanke dadurch neue Energie und kann dann nach 3 Tagen sagen, okay, jetzt bin ich zurück, jetzt habe ich volle Energie, jetzt bin ich wieder da, jetzt fange ich wieder an zu streamen und ja, ich kann einfach alles bestimmen. Ich bin überall auf der Welt unterwegs mittlerweile, also ich sehe Sachen, die ich, wenn ich einen anderen Job gehabt habe, wahrscheinlich nie gesehen hätte. Ich wäre, glaube ich, nie nach Schweden kommen, wenn ich den Schritt nicht gemacht hätte, weil es einfach, du kannst dir nicht 4-mal im Jahr oder 5-mal im Jahr eine Woche frei nehmen, damit du auf ein Gaming-Event fahren kannst. Du musst halt damit leben, dass viel von dem sozialen Leben einfach in der Öffentlichkeit ist. Also ich meine, klar, du kannst deinen Stream aufbauen, wie du es möchtest, aber ich sehe im Prinzip meine Zuschauer, ich verbringe mit denen einen Großteil von meinem Tag und ich teile auch mehr oder weniger alles mit ihnen. Das heißt, wenn irgendwas Gravierendes in meinem Leben passiert, dann erzähle ich denen das auch. Das heißt, die Privatsphäre ist relativ eingeschränkt. Das heißt, ja, ich denke, das wird der größte Teil sein. Und natürlich muss ich, viele denken, okay, ja, du bist Streamerin, du kannst im Prinzip dir immer frei nehmen. Wenn du jetzt 3 Wochen lang nichts machen willst, dann machst du halt 3 Wochen nichts. Aber es ist halt so, du musst denken, wenn du jetzt 3 Wochen auf Urlaub fährst, hast du 3 Wochen, wo du keine Einnahmen hast. Das heißt, jedes Mal, wenn du denkst, okay, ich nehme jetzt Tage frei, musst du immer denken, okay, in den Tagen verdiene ich dann kein Geld. Das heißt, es hat halt alles seine Schattenseiten auch natürlich. Also in meinem Job geht es darum, dass ich eigentlich live im Internet übertrage, wie ich Videospiele spiele und dabei eben mit Leuten im Chat, also Leute, die zuschauen können, in den Chat quasi interaktiv mit mir agieren. Wir reden über miteinander, ich erkläre ihnen Sachen aus dem Spiel und so weiter. Ein normaler Tag für mich schaut so aus, dass ich in der Früh aufstehe, mir Frühstück mache, mich am PC setze und mal schaue, was ist in der letzten Nacht so passiert in den Social Medias und dann ja, fange ich eigentlich an zu streamen. Meistens circa 8 bis 12 Stunden am Tag. Also es gibt verschiedene Arten von Streamern. Es gibt die Pro-Player, also die Leute, die wirklich extrem gut sind im Spiel, also denen die Leute wirklich zuschauen, um etwas zu lernen und besser zu werden in einem Spiel. Dann gibt es die Entertainer, wo ich mich dazu zählen würde. Das heißt, es sind ich bin nicht unbedingt jetzt sehr, sehr gut in einem Spiel. Ich spiele mehrere Spiele, also ich spiele League of Legends, Counter-Strike und jetzt wieder World of Warcraft. Und die Leute, die mir zuschauen, sind eigentlich mehr für die Community da. Also wirklich, es geht alles darum, dass man quasi mit den Leuten interagiert, dass man mit denen spricht, dass man Spaß hat. Und wie mein Name schon sagt, Miss Rage, also ich reg mich sehr auf über Spiele und das finden Leute einfach sehr, sehr lustig. Also wenn ich jetzt sterbe und mich dann 15 Minuten einmal extrem drüber aufreg, wie blöd das jetzt war. Ja, und das ist das, was halt den Leuten gefällt. Ich bin geboren 1990 in Klagenfurt, bin dort aufgewachsen, bin dort zur Schule gegangen. Ich bin Unterstufengymnasium gegangen ins Ingeborg-Bachmann-Gymnasium. Danach habe ich die HBLA besucht für Mode- und Bekleidungstechnik. Dort habe ich meine Matura gemacht, mit 19 war ich fertig. Danach habe ich einen Job gesucht. Ich wollte eigentlich vorher im Mediendesign, Webdesign arbeiten, habe leider keine Ausbildungsstelle gekriegt. Dann habe ich 3 Monate in einem Shoppingcenter gearbeitet, weil ich einfach nichts anderes gefunden habe und nicht zu Hause sitzen wollte. Und danach habe ich relativ schnell einen Job gekriegt bei der Firma Mahle. Und dort habe ich 4 Jahre im Einkauf gearbeitet. Und ich habe angefangen zu streamen circa 1,5 Jahre.
Vor circa 1,5 Jahren. Und ich habe das zuerst eigentlich nur als Hobby gemacht. Ich habe in einem 40-Stunden-Job gearbeitet und dann 1,5 Jahre circa 30 Stunden pro Woche nebenbei, also neben meinem Job dann gestreamt. Das Ganze ist dann halt gewachsen und vor 2 oder 3 Monaten habe ich dann Gott sei Dank die Chance gehabt, dass ich damit genug Einnahmen mache, dass ich mich wirklich selbstständig machen kann und jetzt Vollzeit als Streamerin arbeiten kann. Ist schwierig zu sagen, wahrscheinlich wäre es schon gegangen, aber ich sage einmal, besonders die Zeit beim Maler im Einkauf, einfach, dass du weißt, wie du mit Zahlen umzugehen hast, dass wie Verträge funktionieren und so weiter. Ich denke, es wäre um einiges schwieriger gewesen für mich, ohne diesen ganzen Background, dass du weißt, wie das alles funktioniert, was wichtig ist. Weil was für mich wichtig ist, wenn du jetzt auf Twitch zum Beispiel streamst, du hast kein fixes Einkommen. Das heißt, du weißt nicht, okay, ich kriege jetzt jedes Monat 1.500 Euro. Wenn dir auf einmal weniger Leute zuschauen, kriegst du weniger Geld, logischerweise. Und was für mich wichtig war, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, dass ich wirklich genug Einnahmen habe und genug Geld verdiene, dass ich 100%ig sicher sein kann, ich kann meine Wohnung zahlen, ich habe genug Geld, dass ich Essen für mich kaufen kann. Und deshalb habe ich eben davor geschaut, dass ich genug Sponsoren habe, dass ich quasi von dem Geld, was ich durch Sponsoren einnehme, leben kann. Und alles, was ich durch Twitch bekomme, ist quasi so dieses extra Zucker. Und dadurch hat mir eben mein alter Job sehr, sehr gut geholfen, dass man halt wirklich nicht gleich auf den ersten Sponsor zu einem zukommt und sagt, ja, ich biete dir das und das, du kriegst 2 Mäuse und ein Keyboard von mir. Dafür tragst du unser Logo. Also da habe ich wirklich gelernt, wirklich zu vergleichen, mit mehreren Firmen zu reden, zu schauen, okay, wer bietet dir wirklich das meiste. Ich denke einfach, man muss eine gute Persönlichkeit haben, die interessant genug ist für Leute zum Anschauen, wirklich euch täglich einzuschalten, mehrere Stunden zuzuschauen oder eben, dass man extrem gut ist in einem Spiel.